Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Don't Starve. Die Musik ist voll geil. Ja, ihr habt den letzten Part, glaube ich, gestern gesehen. Vorgestern, kein Plan. Jedenfalls werde ich jetzt erstmal eine Runde zocken. Ich habe hier Piggy, I love friend. Okay, das werde ich ganz bestimmt nicht anhauen. Ich würde mal sagen, ich weiß ja gar nicht, wie wir jetzt in die Welt. Wann ging das mit Map? Achso, hier unten. Sind wir einfach mal reingekommen? Hier ist das Wurmloch. Ich würde mal sagen, wenn wir da wieder zurückkommen, dann würde ich da gerne zurück, weil ich habe da ein Lagerfeuer. Lagerfeuer ist ganz geil. Ist immer ein Nom nom, ui. Gibt es Piggy mit? Ja, Piggy ist mit. Hallo, Piggy. Hallo, Mr. Piggy. Wo habe ich denn jetzt mein Lagerfeuer hingetan? Jedenfalls sieht die Welt auch schon viel besser aus als die andere. Okay, ich brauche ein Feuer. Warum läuft der hier rum? Where is Sun? Hier ist Sun. So. You go smash. You go smash again. No like dark. Ja, dann bleibt er nicht. Dann geht er nicht in der Darkness. Dann gucken wir mal, was brauchen wir. Survival. Trap. Okay, da brauche ich definitiv mehr Grass. Damit ich hier ein bisschen Rabbits fangen kann, also was essen kann. Okay. Mal ein Prototyp. Aber dann stellen wir uns gleich mal hier hin. Set Trip. Kommt rein. Karos heißt er. Hallo Karos. Was? Ich gucke einfach mal rein ins Crafting Inventar. Bird Trap. Was brauchen wir dafür? Silk. Kompass, Goldnugget. Okay, dafür brauchen wir natürlich erstmal noch ein paar Flints, damit wir uns erstmal eine Pickaxe machen können. Ah, Flints für und Twigs. Okay, die kriegen wir hin. Shovel, Hammer, Pitchfork. Science, hier gibt es auch ziemlich viel mehr. Fight. Ein Speer, ein Rope, Flint. Ja, das kann man sich alles mal machen. Dort. Ja, Naschbeini. Oh, das geht fast aus. Schön. Ich könnte ja mal erzählen, ich habe vorhin schon ziemlich viel Breaking Bad geguckt. Wenn ihr es kennt, Breaking Bad, also jetzt Spoiler Alert. Wenn ihr es nicht hören hört, dann hört nicht zu. Jedenfalls, es ist ein Chemielehrer, der die Nachricht bekommt, Lungenkrebs. Und dann eben versucht, noch bevor er stirbt, er erzählt es erst keinen, und versucht eben noch seine Familie Geld zu hinterlassen. Also fängt er an, Drogen zu dienen, also Meth zu kochen, weil er eben Chemiker ist, dann kann man natürlich sowas besser. Methamphetamin kochen ist ja eine Kunst für sich selber. Und halt, der weiß eben da viel über, und dann beginnt er eben so eine mit einem alten Schüler, Jesse. Und der Jesse, der ist eben schon in der Drogenbranche drin gewesen, und der hilft ihnen dann eben, eben das alles zu machen. Und ich bin gerade, keine Ahnung, glaube ich, bei der ersten Staffel, fünfte Folge oder so. Es gibt fünf Staffeln. Ah ja, und ich bin gerade selber dabei. Aber das ist schon ziemlich geil. Ist ab 16. Weil es, naja, ist immer ein bisschen, vielleicht auch manchmal ein bisschen Splatter. Aber es geht noch. Also nicht unbedingt Splatter, aber. Manchmal ein bisschen ekelhafter.
Dann würde ich mal sagen, wir gehen hier noch bei unser Karos, chillen wir hier rum. Ich hoffe mal, bald kommt hier irgendwas in die Trap rein, weil wir brauchen unbedingt was zu essen. Wir haben nichts mehr zu essen. Ich würde natürlich gerne auch mal vielleicht den Karos abschlachten, aber ich glaube, der ist mir zu lieb dafür. I eat food. Jetzt holt er sich selber essen. Kann ich das auch abbauen? Ja. Ja, ein Cone. Oh, Flint. Dann werden wir uns gleich mal holen. Da oben hier. Warte, ich kann da gerade nicht hinzeigen. Ich muss gerade choppen. Chop, chop. Da oben ist auch noch ein bisschen Flint. Nehmen wir uns gleich mal. Dann können wir eine schöne Pickaxe machen, glaube ich. Und dann bräuchten wir auch mal ein bisschen Essen. Sonst verhungern wir. Hier brauchen wir noch hier was. Okay, und schon können wir uns die Pickaxe machen. Mal die in die Hand nehmen. Gucken wir mal, dass hier irgendwo mal ein Rock ist. Ah, dann. Warte mal, okay, den Weg hier runterlaufen. Müsste irgendwo in der Mitte ein Weg sein. Ja, da ist der Weg. Dann müssen wir den mal runterlaufen. Dann müssten hier irgendwo mal ein paar Teile kommen. Die werden wir dann abbauen. Ein paar Steine. Ja, hier. Mein. Oh, schönes Geräusch. Boom. Rocks, Flint, Nitro. Aha. Ich meine, Nitrogen ist Stickstoff. Das weiß ich mir ja nicht. Ach. Was man nicht alles so über auch ein bisschen bei Breaking Bad entfernt, weil es eben auch ein bisschen Wissenschaft, das ist auch noch. Ein kleines bisschen muss natürlich da sein, weil es ja auch Wissen, Science Teacher, also ein Wissenschaftler mit Lehrerberuf. Dann haben wir hier ein bisschen Fuel. I'm so hungry. Oh. Check Trap. Essen. Murder. Erstmal killen. Und dann essen. Trip. Essen. Alles essen, was geht. Dann wo ist Survival? Würde ich mal noch eine Trap machen. Nachsieger. Wir brauchen dafür, glaube ich, noch Grass. Wenn wir welches finden, wäre das gut. Okay, da sind auch Saplings. Ne, zuerst Sapling abbauen. Und dann Gras. Gras. Ja, brauchen wir noch 6 von. 6. Mehr. Essen. Essen. Petals, weiß ich immer noch nicht genau, was es ist, aber YOLO, essen wir einfach mal. Ich kill dich gleich. Noch mehr Gras. Brauchen wir noch ein Gras und dann können wir schnell wieder einen. Ah, da ist es schon. Da können wir uns gleich mal eine neue Falle bauen. Den wir noch mehr kriegen. Dann haben wir schon mal eine richtige. Ich glaube, die nutze ich langsamer ab, würde ich mal sagen. Würde ich jetzt mal so schätzen. Oder ist sie besser oder was weiß ich? Warte. Weil, saving. Kann ich ihn vielleicht doch da reinscheuchen? Ne, der geht in das Loch. Schade. Das hätte ich jetzt gesagt, vielleicht können wir den da reinscheuchen mal. So, was können wir dann als nächstes machen? Dann brauchen wir ein bisschen. Ups, ein paar Äste. Ich weiß zwar nicht, wozu die Schaufel genau da ist, aber. Mal sehen. Vielleicht ist er nützlich. Ich probiere eben auch alles gerade erst aus. Ich habe eben das Spiel auch nicht allzu lange. Ich habe es auch gar nicht gespielt, als ich es bekommen habe. Ich zeig das gerade mit euch blind. Ich habe eben nur mal kurz anprobiert, weil damit ich weiß, Steuerung und so. Obwohl die Steuerung jetzt ja nicht schwer ist. Oh, eine Biene. Bienen, lasst mich in Ruhe. Ah, da. Mal noch ein bisschen Gras. Oder nee, Twigs brauche ich. Hier braucht es Simplings. Twigs. Zweige. Das reicht eigentlich schon, aber YOLO. YOLO nicht, YOLO, nein. Use the Science Machine to build the prototype. Also brauchen wir die Science Machine. Wir brauchen wir aber Gold Nuggets. Gold Nuggets.
Ich denke mal, die, wenn wir so eine Rockstar abbauen, ich glaube, dann kriegen wir bestimmt eine Goldnagel, würde ich mal sagen. Oh, ist jetzt mein Feuer schon aus? Nee, gut. Feuer, 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 Feuer. Wo ist eigentlich mein... Wo ist eigentlich mein Helfilein? Piggy. Wo bist du? Science, Chemie Engine, Keycutstone. Gut, Nuggets, ja, müssen wir wohl echt abbauen, denke ich mal. Boom. Was gibt's denn hier so Dress? Garland. Ich sollte auch mal gucken, ob ich hier eine Bird Trap mal machen kann, aber da brauche ich Silk, wie es. Achso, da brauche ich auch nochmal. Es ist kalt, Science Machine. Überall Science Machines. Mich echt machen. I'm so hungry. Ja, Entschuldigung, ich habe halt nicht so viel Essen. Nee. Oh, sieht's. Nochmal. Ein paar Flowers noch essen, damit wir wenigstens ein bisschen über die Runden kommen. Ich habe totalen Hunger. Ich glaube, das ist nämlich ein kleines bisschen. Nein, Wurmloch, ich möchte ich nicht haben. Ich hoffe mal, ihr geht uns langsam mal wieder was in die Fallen, weil sonst sind wir echt gearscht. Da können wir dann gar nichts mehr, dann sind wir richtig tot. Kann man eigentlich einen Speer, da brauchen wir auch Rope für. Provides a small amount of protection. Gibt uns ein kleiner, gibt es ein bisschen, ein kleines bisschen Schutz. Ich hoffe, meine Seeds zu fressen. Meine Seeds. Go for the ice. Jetzt wird schon wieder Nacht. Oh, wir haben schon Tag 4 gleich erreicht. Ein bisschen Feuer mehr. 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 Okay, jetzt brennt es wirklich viel. Sieht man sogar hier. Ich möchte mal echt probieren, ob man die irgendwie da reinscheuchen kann, weil das wäre echt gut. Dann könnte man echt mal die richtig. Dann könnte man echt mal ein bisschen die nach Nahrung so. Nahrungssuche. Ja. Nehmen wir noch ein bisschen Gras hier mal mit, weil sonst ist ja sonst eh nichts zu machen. Bisschen hier rumgucken. Ja, leid. Also in Flammen setzen. In Flammen! In Flammen! Alles ist in Flammen! Sollen wir die rausnehmen, wenn ich die nicht benutze? Wie weit lange flammen die jetzt weg? Wie sieht das da aus? Ash, ich weiß nicht, was ich mit Ash machen soll. Ja, alles, was übergeblieben ist, wenn das Licht sehen. Wenn das Feuer das den Job getan hat. Okay, wir sind jetzt schon am vierten Tag angelangt und ich möchte das Einzige, was ich jetzt machen will in dem Part, ist die Viecher hier reinlocken. Okay, geht eh nicht. Ey, Viecher, kommt mal raus. Wo heißt die Bird Trap? Die Birds sind hier viel mehr. Ich kann ja noch. Ich brauche dafür Gras. Ja, ich brauche noch Gras. Wenn ich vielleicht noch eine Trap machen, normaler. Das würde mir schon erstmal ausreichen. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen Sicherheit für den nächsten Part. Oh, ist ganz viel Gras. Oh, Berries. Mit M. Nom nom nom. Berries. Nom. Können wir uns gleich mal Survival noch eine Trip machen? Und die gleich mal vor den Hode hinhauen. So gut. Ich würde mal sagen, das war auch schon der Part von Don't Starve und wir sehen uns im nächsten Part. Und ihr, der guckt euch nochmal ganz blöd an. Tschüss. Kratz, kratz.